Mein Name ist Amelie Gerner, ich bin 23 Jahre alt, studiere Geografie und bin seit 2010 in der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft, kurz DLRG, aktiv. Bei der DLRG hat man sehr vielfältige Möglichkeiten, sich zu engagieren in allen verschiedenen Bereichen. Wenn man das tun möchte, dann findet man bestimmt eine Gliederung oder Ortsgruppe in der Nähe. Man kann einfach mal im Internet nach der DLRG suchen. Da findet man auch eine Karte, wo alle Ortsgruppen in Deutschland aufgezählt sind. Genau, und dann kann man sich nach den jeweiligen Ansprechpartnern erkundigen. Die findet man auch auf den Webseiten der jeweiligen Ortsgruppen. Und die freuen sich mit Sicherheit über engagierte neue Mitglieder und Mitgliederinnen. Und wenn man jetzt nicht die Möglichkeit hat, selber aktiv zu werden oder das aus gewissen Gründen nicht kann, dann besteht auch die Möglichkeit, an die DLRG zu spenden, entweder an die Ortsgruppen selbst oder auch an die DLRG als Verband. Ob man eine Eisfläche sicher betreten kann, das hängt davon ab, wie dick das Eis ist. Bei stehenden Gewässern, also bei Seen oder Teichen, ist das ab einer Dicke von 15 cm der Fall. Und bei fließenden Gewässern ist das bei einer Dicke ab 20 cm so. Als Einzelner kann man das relativ schwer nur feststellen, ob eine Eisfläche sicher zu betreten ist. Wirklich auf der sicheren Seite ist man auf jeden Fall, wenn die Eisfläche offiziell durch entsprechende Behörden freigegeben wurde. Das sind in der Regel die Städte oder Gemeinden, die das machen. Es ist mittlerweile so, dass es immer seltener vorkommt, dass Flächen offiziell freigegeben werden. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen gibt es teilweise in den Kommunen zu wenig Personal, um die Probebohrungen durchzuführen. Und außerdem müssten die Städte oder Gemeinden haften, wenn das Eis doch bricht, obwohl sie es offiziell freigegeben haben. Und diese Verantwortung wollen viele nicht tragen. Wenn man jetzt selber feststellen möchte, ob eine Eisfläche sicher zu betreten ist im Winter, dann sollte man in die Bewertung mit einbeziehen, wie lange es denn draußen schon kalt ist. Also wenn man jetzt erst seit kurzer Zeit Minusgrade hat, dann ist es auf jeden Fall noch nicht sicher, die Fläche zu betreten, denn ein See braucht natürlich erstmal Zeit, um überhaupt zuzufrieren. Dann gibt es auch weitere Hinweise auf der Eisfläche, dass sie doch noch nicht trägt. Denn auch wenn man erstmal eine Eisfläche sieht, kann es Stellen geben, die noch nicht ganz zugefroren sind. Das erkennt man zum Beispiel daran, dass irgendwo Wasser austritt, dass Risse im Eis sind oder dass man dunkle Stellen sieht, wo das Eis eben noch ziemlich dünn ist. Wenn man so etwas sieht, dann sollte man das Eis auf keinen Fall betreten. Dann gibt es noch die Steinwurfmethode, die vielleicht einige kennen, dass man einen großen Stein auf das Eis wirft. Wenn der Stein durchbricht, dann ist es auch auf jeden Fall nicht sicher, die Eisfläche zu betreten. Wenn der Stein allerdings liegen bleibt, gibt es trotzdem keine hundertprozentige Garantie dafür, dass das Eis auch sicher trägt. Das heißt, wir können nur davon abraten, dass man sich auf diese Methode verlässt. Und im Grunde bleibt es dabei, man kann als Einzelner nicht hundertprozentig sicher sagen, ob das Eis wirklich sicher trägt. Wenn man sich trotzdem auf das Eis begeben hat und jetzt merkt, dass es irgendwo knistert oder knackt, dann sollte man auf jeden Fall sich so schnell wie möglich wieder ans Ufer begeben. Das macht man am besten, indem man sich flach auf den Bauch legt, denn so verteilt man sein Gewicht auf eine größere Fläche. Und dann sollte man so möglichst schnell wieder auf dem gleichen Weg, den man auch schon gekommen ist, zurück ans Ufer. Wenn man jetzt trotz aller Vorsicht doch ins Eis eingebrochen ist, dann ist es natürlich so, dass der Körper sehr, sehr schnell auskühlt. Das ist so gefährlich, weil man dann sehr schnell bewegungsunfähig wird. Das heißt, man kann sich gar nicht selber helfen oder ja, sich noch selber aus dem Eis irgendwie ziehen. Das geht so weit, dass man auch nach einer gewissen Zeit bewusstlos werden kann. Das heißt, es besteht auch die Gefahr des Ertrinkens. Das heißt, es ist ein Zustand, der auf jeden Fall lebensbedrohlich ist. Wenn man sieht, dass eine andere Person oder auch ein Tier ins Eis eingebrochen ist, dann sollte man zuerst auf jeden Fall Hilfe rufen. Zum einen kann man Passanten auf sich aufmerksam machen, dass man die Situation nicht alleine bewältigen muss, und man sollte auf jeden Fall den Notruf absetzen, dass professionelle Hilfe kommt, zum Beispiel von der Feuerwehr oder von der DLRG. Bis diese Hilfe da ist, kann man versuchen, der Person zu helfen. Zunächst, indem man einen Gegenstand anreicht. Das kann alles Mögliche sein, was man gerade da hat, zum Beispiel eine Leiter, ein Schlitten, ein Schal, das kann der Ast sein von einem Baum, ein Brett, eine lange Leine,
Genau, so dass man erstmal nicht selbst auf das Eis geht, sondern nur den Gegenstand anreicht, damit man sich nicht selbst in Gefahr bringt. Wenn das nicht möglich ist und man die Person so nicht erreichen kann, kann man versuchen, sich flach auf den Bauch aufs Eis zu legen, damit man sein Gewicht auf die Fläche besser verteilt. Und dann kann man wieder mit dem Gegenstand versuchen, die Person zu erreichen, dass diese sich daran festhalten kann und man sie so aus dem Eis zieht. Wenn man die Person dann erfolgreich gerettet hat, sollte man versuchen, sie etwas aufzuwärmen, zum Beispiel in Decken einwickeln. Man kann etwas Warmes zu trinken geben, aber keinen Alkohol. Und dann, wenn es noch nicht passiert ist, sollte man auf jeden Fall den Notruf absetzen, denn Unterkühlung ist auf jeden Fall ein lebensbedrohlicher Zustand und die Person sollte weiter ärztlich versorgt werden.